Und jetzt ring. Neueste nationale Nachrichten. Als ich am Sonntag nach dem Yoga die Wahlen geguckt habe, ist mir glatt mein Soja-Chai-Latte aus der Hand gefallen. Die NPD fällt aus dem Landtag raus, minus 2,9 Punkte. Da kommt ja der Spitzenkandidat Pasteur, Sie Trachtenluder. Was haben Sie aus meiner Bewegung gemacht? Die hat doch treue Fans in Mecklenburg-Ostpolen. Deswegen sah ich immer noch öfters. Adolf, steh auf, du hast lange genug geschlafen, dass hier endlich mal Ordnung herrscht. Ich fühle mich geschmeichelt, gnädige Dame. Aber da jag ich mir lieber gleich noch eine Kugel in die Birne, allein mit was für einem Trauerzug der NPD über die Dörfer geeiert ist. Nur die Dummen wählen etabliert. Nur die Dummen wählen die etablierten von... Und die geistig Vollumnachteten dürfen bei der NPD ans Mikro, da Stalingrad ihres Wahlkampfs war, aber immer noch ihr kitschiges Propagandavideo, Pasteurs. Wir befinden uns heute Morgen hier am Schweriner See. Im Hintergrund das Schweriner Schloss. Schloss? Kleiner Tipp, von Größenwahn zu Größenwahn. Lassen Sie Ihre Medikamente neu einstellen. Und kriegen Sie Ihre weibischen Gefühlsausbrüche unter Kontrolle. Wenn Sie über den Hobby-Goebbels von der AfD rumjammern, klingen Sie wie Bambis Mutti. Schauen Sie sich die Reden von Herrn Höcke an. Der kopiert mich. Ich gehe dafür ins Gefängnis. Oder werde zumindest verurteilt dafür, was ich sage. Und der fischt mit seinen Reden irgendwo am rechten Rand ab. Aber der fischt mit einem Schleppnetz, während Sie Ihre mickrige Rute in dem braunen Tümpel halten. Pasteurs, haben Sie noch was zu sagen? Wir haben offensichtlich Wahlkampf für die AfD gemacht. Insofern ist das auch ein Erfolg der NPD. Erfolg? Lösen Sie die NPD doch gleich ganz auf und treten Sie mit Ihrem Haufen der AfD bei. Merkt doch eh keiner den Unterschied. Ihr Vollversager, Kindertellerbesteller, Schultütenraucher, wegtreten!